Oh Mann, Windenergie und Wasserkraft zur Stromerzeugung. Das war ja echt mega spannend. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ja, ist schon eine tolle Sache, was heute möglich ist. Bei diesem wunderschönen Wetter macht es Sinn, dass wir uns nochmal die Möglichkeiten anschauen, wie wir uns die Sonnenenergie zunutze machen können. Stimmt. Heute sind ja fast keine Wolken am Himmel und die Sonne scheint richtig doll. Da vorne bei den Bauernhöfen, die haben da so blau-lila Dinger auf den Dächern. Braucht man die nicht, um die Sonnenenergie einfangen zu können? Ja, ganz genau, Tim. Die Dinger nennt man Solarmodule oder Photovoltaikanlagen. Man erkennt sie an der blau-lila schimmernden Farbe. Daneben gibt es aber noch eine andere Art. Das sind sogenannte Sonnenkollektoren. Die kannst du an ihrer schwarzen Farbe erkennen. Gibt's denn da einen Unterschied? Ja, mit den Photovoltaikanlagen kann Strom erzeugt werden. Die Sonnenkollektoren verwendet man, um Wasser für den Haushalt zu erwärmen. Ach ja, das warme Wasser bei uns daheim für die Dusche, das kommt von unserem Dach. Aber ich habe bis jetzt noch nicht so genau verstanden, wie die eigentlich funktionieren. Das ist eigentlich ganz einfach. Stell dir mal vor, dass du im Sommer einen Gartenschlauch mit Wasser in die Sonne legst. Mit der Zeit wird das Wasser im Schlauch aufgewärmt. Besonders gut funktioniert das mit schwarzen Materialien. Ah, wenn ich ein schwarzes T-Shirt anziehe und in die Sonne gehe, dann fühlt sich das auch wärmer an als ein weißes T-Shirt. Ja, ganz genau. Auf dem Dach funktioniert das dann so. Damit du warmes Wasser zum Duschen hast, werden auf dem Dach die schwarzen Sonnenkollektoren montiert und darunter sogenannte Wärmeaustauschrohre. Die schwarze Fläche fängt das Sonnenlicht auf, wie der Gartenschlauch, und gibt die Sonnenwärme an die Wärmeaustauschrohre weiter. Diese Rohre sind mit einer speziellen Solarflüssigkeit gefüllt, die sich schnell erwärmen kann. Die erhitzte Solarflüssigkeit fließt dann zu eurem Wärmespeicher und gibt dort die Wärme an das Wasser ab, das sich dadurch aufheizt. Und dadurch bekommt man mit Hilfe der Sonne warmes Wasser. Aber was ist eigentlich, wenn keine Sonne scheint? Wenn es regnet, haben wir ja trotzdem warmes Wasser daheim. Die Sonnenkollektoren sind ein zusätzliches System, das übrigens auch noch die Heizungsanlage im Winter unterstützt. Die meisten Haushalte verwenden aber trotzdem noch Öl, um das Wasser daheim zu erwärmen. Aber durch die Sonnenkollektoren natürlich deutlich weniger. Das heißt also, dass durch die Sonnenkollektoren viel weniger fossile Brennstoffe wie Öl verbrannt werden und man dadurch weniger CO2-Treibhausgas produziert? Ja, das hast du sehr gut kombiniert. Zum einen kann man mit Sonnenkollektoren dadurch daheim Geld sparen und zum anderen hilft das auch gegen den Klimawandel. Aber sag mal, Hans, wo fahren wir denn jetzt eigentlich gerade hin? Wir kommen gleich bei unserem nächsten Ziel an, dem E-Werk Mittelbaden in Hausach. Ah, ist das nicht da, wo du arbeitest? Ja, ich dachte, dich interessiert bestimmt, wie eine solche Photovoltaikanlage funktioniert. Und beim E-Werk kann ich dir das sehr gut zeigen. Außerdem gibt es da auch eine Schnellladesäule für mein Auto, um die Batterie vor unserer Heimfahrt wieder voll aufzuladen. Wow, also das sind Photovoltaikanlagen, mit denen man aus Sonnenenergie Strom machen kann. Wie genau funktioniert das denn? Also, was du hier sehen kannst, nennt man Solarmodule. Die erkennt man eben an ihrer blau-lila schillernden Farbe. Wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass diese mit Drähten durchzogen sind. Diese Solarmodule bestehen aus zwei Schichten Silizium. Silizium ist ein ganz wichtiges Element für die Elektronik, zum Beispiel auch für Computerchips. In den Siliziumschichten eines Solarmoduls befinden sich sogenannte Elektronen. In der oberen Schicht mehr, in der unteren Schicht weniger. Das heißt, die Schichten sind unterschiedlich geladen. Die obere Schicht ist ein Minuspol, die untere Schicht ein Pluspol, wie bei einer Batterie. Und jetzt kommt das Besondere. Wenn nun die Sonne auf ein Solarmodul scheint, dann wandern Elektronen von der unteren Schicht in die obere Schicht. Dadurch hat die
obere Schicht viel zu viele Elektronen. Und genau diesen Effekt können wir uns zunutze machen, indem man die beiden Schichten mit einer Leitung verbindet. Die Elektronen können nun darüber von oben wieder nach unten fließen. Vereinfacht gesagt, es wird Strom erzeugt. Und den können wir natürlich verbrauchen. Wahnsinn! Dass so etwas möglich ist, wenn man eine solche Anlage auf dem Dach hat, kann man dann sein Haus komplett mit Strom versorgen? Ja, ein Haus, ein Bürogebäude und sogar Fabriken. Aber natürlich hängt das mit dem Wetter zusammen, denn nur wenn die Sonne scheint, wird auch Strom erzeugt. Wenn viel Sonne scheint, kann ein Teil des überschüssigen Stroms in einer Batterie gespeichert und später verbraucht werden. Oder die überschüssige Energie wird ins Stromnetz weitergeleitet und wird dann an andere Nutzer verteilt. Gibt es eigentlich viele Leute mit Photovoltaikanlagen auf den Dächern? Ja, inzwischen gibt es mehr als 15.000 solcher Photovoltaikanlagen in der Ortenau. Wow! Da kommt ja wirklich ganz schön viel Strom zusammen. Und das dank unserer Sonne, dem Wind und dem Wasser in unseren Flüssen. Ah, danke Opa Hans. Ich habe heute richtig viel gelernt. Ja, das freut mich, Tim. Heute fangen wir mit einem neuen Thema an. Klimawandel und was man dagegen tun kann. Kann mir einer von euch dazu etwas erzählen?